meinem, wenn ich das so sagen darf, Spitzenkandidaten auch nochmal zu gratulieren zu diesem Ergebnis. Wir sind am Ende des Tages zufrieden mit diesem Ergebnis. Ich will das ausdrücklich nochmal unterstreichen. Der Wahlkampf war kein einfacher Wahlkampf. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit den richtigen Kandidaten in diesen Wahlkampf gegangen sind und mit den richtigen Themen in diesen Wahlkampf gegangen sind. Wir haben in der Endphase, Herr Gallert hat schon darauf hingewiesen, mit den Fragen Lohn und gute Arbeit und mit Bildungsgerechtigkeit die Themen gesetzt und die anderen auch ein Stück weit gezwungen, sich dazu zu verhalten. Wir werden jetzt zurückkehren nach Sachsen-Anhalt nach dieser Pressekonferenz. Wir werden heute Abend im Landesvorstand die Dinge diskutieren und analysieren. Ich werde dem Landesvorstand vorschlagen, das wird Sie nicht überraschen, dass wir gegenüber den Sozialdemokraten ein Gesprächsangebot aussprechen. Ich gehe auch im Moment davon aus, dass die SPD mit uns sprechen wird, genauso wie mit der CDU. Ich hoffe, dass auch mit diesem Ergebnis und der strategischen Aufstellung der SPD im Vorfeld dieser Wahl, die ihr offensichtlich nicht genutzt hat, in der SPD noch einmal eine Debatte darüber in Gang kommt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich hoffe, dass anders als 2006 diesmal die SPD die Kraft hat, die Blockade gegen ihr eigenes Wahlprogramm aufzugeben und eine Mehrheit links der CDU in diesem Landtag zu bilden. Das wird das Ziel sein, mit dem wir in die Gespräche mit der SPD gehen werden. Vielen Dank. Wir haben jetzt Raum für Ihre